So, Freunde, willkommen zu Part 3 von Let's Play Pokémon Gelb. Ja, ich lasse mir da jetzt ein bisschen Zeit, weil wir haben es ja in Gold gesehen. Ich bin dann zum Ende doch ein bisschen durchgerauscht. So, unser Team besteht aus Raupi, Taubsi und Pikachu. Wir wollten ja noch ein paar Pokémon fangen. Und jetzt haben wir gerade Taubsi angesprochen. Kleinen Moment, ich werde noch ein bisschen was am Sound einstellen, auch wenn es mir dann ein bisschen in den Ohren brennt. Wir wissen ja alle, wie bescheiden Pikachus Verteidigungswerte sind, man hat es ja mal wieder gesehen. Und mal gucken, wie voll wir den Pokédex kriegen am Ende. Oh, Level 8 Taubsi. Halt durch, Pikachu. Autsch, Sandwirbel. Gefällt mir jetzt gar nicht. Das war das zweite K.O. von Pikachu, ja, yippie-yay. Dann düsen wir lieber. Dann lassen wir den Trainer hier Trainer sein. Alter, wie viel Taubsis? Na, geht doch. Ja, ich musste heute sehr viel entkommen, weil wir hatten eine reine Taubsi-Invasion. Ich glaube, es wäre ich ein Partner. Weiß ich jetzt noch nicht. Den kann ich sicher nicht umholzen, weil mir dafür die Pokémon fehlen. Jawoll, Raupi, Raupi gegen Raupi. Original Gelb basiert auch auf dem Anime. Deswegen hat Ash auch keinen Hornhut. Man kann doch, wenn man will, das Anime-Team aufbauen, aber es ist nicht Part der Challenge. Was dann ab, fast Level 6 statt des zweiten Ordens kommt. Erstmal heilen wir mal ein bisschen die Monster hoch. So, da lacht. Dann gehen wir erstmal ins Pokémon Center. Wir haben eindeutig wieder unser Pikachu verärgert. Was ist so normal ist. Noch mal was, oder? Ich weiß, ihr braucht meine Pokémon. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit und ich soll mal mein Hintern jederzeit wieder vorbei bewegen. Na, geht doch, doch nicht so ganz verärgert. Dann nehme ich, wir haben nur drei Pokémon, damit kommen wir gar nicht weit. Auch Invasion der Taubsis. Im Rotblau sah Taubsi noch ganz anders aus als hier in Gelb. Da sah es nämlich so aus wie so ein fettes Hühnchen. Lecker Hühnchen. Da kriegst du ja wirklich Hunger auf Hühnchen. Das könnt ihr mir glauben, Freunde. Oh, ein Ratatatatata. Tat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 a. Und erstmal. Boah, komm schon.
Da sollte der Pokéball jetzt aber locker reichen. Da geht doch, Ratzfratz wurde gefangen. Das sind so die klassischen Anfänger-Pokémon, Taubsi, Ratzfratz. Ich meine, da sind jeden anders, Rudel und bis zu 40 Pokémon. Mindestens. Wir wissen alle, wie viel, wenn man die Szene richtig gesehen hat. So, Dala, ich hoffe, man hört mich trotzdem. Ich habe jetzt mal ein bisschen Sound gedrosselt. Bei mir ist das Wichtigste, dass ich hier erstmal genug Pokémon habe. So, meine Pokémon sind wieder topfit und ich soll jetzt halt mein Ding mal wieder vorbei bewegen. Dann nutze ich jetzt jede Gelegenheit, um nochmal meine Teammember einigermaßen auf 10 zu kriegen. 10 würde ich sagen, ist ein gutes Level. Ich würde so sagen, 10 ist so ein gutes Level, mit dem man mal arbeiten kann. Als Pokémon, die ich schon habe, die werden dann nämlich... Ja, geht doch, Ratzfatz. Ich habe nicht mal einen Rotenschlag gebracht. Alter, jetzt aber. Der krittet mir, was das Zeug hält. Boah, knapp vorbei. Knapp daneben ist auch vorbei, sagt man so schön. Das weibliche Nidoran wurde gefangen. Dieses wilde Pokémon vermeidet den Kampf. Das kleine Horn auf seinem Kopf enthält Gift. Einfach gesagt, Uffbase. Wir fangen jetzt nochmal Pokémon, dass wir genug haben. Da nutze ich Pikachu zum Schwächen, auch wenn seine physische Verteidigung relativ ungeeignet ist. Raupi! Bäh, Silberblick. Ich wollte es eigentlich schwächen und nicht abboxen. Was gut an Pikachu ist, dass eine spezielle Attacke hat, kann sehr viel auf speziell gehen. Hier war noch der spezielle Wert, Spezialangriff und Spezialverteidigung zusammen. Also quasi wie es Monster kann der Position war, was im Angriff war, das ist der spezielle Angriff, musste sich verteidigen, war es die Spezialverteidigung. Komisch, aber Hashtag ist so. Gut, dass sich das ab der zweiten geändert hat. Also quasi ab Gold, Silber. Weil sonst, ja. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Verlierst nämlich schon gescheit und Überblick. Feuer, perfekt. Ratatatata, recht Level 3. Bam, 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 bam. Oh, ein weibliches Nidoran, schon wieder. Bam, 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 bam.
dass eben nicht mit Tackle und so agiert, hat doch keine Auswirkungen auf anderes Werfen. Scheint man das speziell einiges mehr auszuhalten. Ich weiß schon, welches Fossil ich hierher nehmen, mir holen werde. Das dürft ihr natürlich schon mal schön in die Kommentare schreiben, welches Fossil ich mir wohl holen würden täten tun. Kann ich euch dann schon mal dann drauf in der Folge, wenn ich es soweit mache, sagen, ob ihr richtig oder daneben gelegen seid. Das wollte unbedingt mein Nidoran schwächen. Und hier brauche ich noch Nabitan, Menki und das männliche Nidoran. Dann kann ich wieder über den Vertania-Wald gehen. Das sind aber alle drei relativ selten zu kriegen. Oh, ich habe gerade das männliche Nidoran angesprochen. Geht das männliche Nidoran zu Nidorino und dann zu Nidoking? Und das weibliche wird zu Nidorina und Nidoqueen. Falls jetzt Taub sie nicht umholzt. Was ich wirklich sehr quasi begrüßen würde, wollte ich gerade sagen. Wäre es schön gewesen, aber naja, man kann ja nicht alles haben. Aber im Pokémon probiert man es zumindest. Ein Menki. Ich hoffe, das Menki wird jetzt nicht von Pikachu umgeholzt. Oder umgekehrt. Ist eh schon geschwächt, die Range reicht, da kann ich einen Ball werfen. Falls es drin bleiben wollen würde. Boah, Menki, bleib drin! Du kostest mich Bälle, du blöder Aff! Na geht doch! Menki wurde gefangen. Und es kriegt ebenfalls einen neuen Eintrag. Menki Schweineaffe, dieses sehr agile Pokémon ist leicht reizbar. Es zögert nicht, alles und jeden anzugreifen. Ach du grüne Leute. Mit dem wirst du echt nicht verscherzen. Ich habe echt bald keine Tränke mehr. Wie viel haben wir denn? 100. Oh. Nee, ich bin ja so pleite. Hab alles in Pokébälle ausgegeben. Auch schon wieder eins. Und jetzt ist Level 5. Oh süß, nur 5 KP Schaden. HP sind nicht mehr so süß, gesamt. Oh, ist Nidoran erreicht Level 3, ja, perfekt. Oh, hat ausgeglichene Werte. Nett. Aber wir wissen alle, was nett. Dass nett, Flanders ziemlich nervig ist. Den Spaß lass mal Raupi. Beim jetzigen Part werden wir einfach nur pushen, um Rocco besiegen zu können. Machen wir im nächsten Part auch wieder. Und ja, Raupi entwickelt sich nicht gleich zu Safcon.
Weil ich mit Smetbo werde ich dann die Arena bashen. Und ich glaube, so ziemlich dann das komplette Team ablegen. Das wäre zumindest meine Planung. Und Zuneigung gewinnt Pikachu, wenn es an der Arena tendet. Also muss ich es gegen Kleinstein zumindest first setzen, aber wieder zurückpfeifen. Und falls man fragt, ob das eine Oak Challenge wird, nein, ich muss mich nur auf Rocko vorbereiten, weil sonst kriege ich auf die Klappe, sonst kriege ich auf die Schnauze. So, ich soll jederzeit wieder vorbeischneiden. Boah, kein Thema. Und jetzt geht's wieder zurück Richtung Marmoria. Ein 3er weibliches Nidoran, ein 3er Ratsplatz, ein 3er Mankey, 6er Raupi, 6er Taubsi und 7er Pikachu. Das sind die Member, die wir bis jetzt haben. Und natürlich schön durch die Wiese. Dass natürlich Pikachu mit dem Level auch nicht zu kurz kommt. Weil sollte Pikachu noch eine weitere Attacke haben außer einem Donnerschock, ist es gut. Und je mehr Attacken ein Viech zum An... Ja, was eine abwertende Bezeichnung von Pokémon. Zum Angriff, desto besser. Und so, hier neben dem Baum ist schick, den Part zu beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Abo würde mich freuen. Social Media Stuff darf von Twitch auschecken würde mich freuen. Bewertung ebenfalls. Ciao!